Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stadio Valley 1.6, ja. Wir sind schön in der Mine und kämpfen gegen Schleimis, bitte nicht angreifen. Bleib weg von mir. Ich muss ganz viele von denen zerstören. Schnipp, schnapp, Schleimi ist ab. So. Ja, das hätte ich gern. Nein, ich bin eingesperrt. Was war das? Funktioniert noch? Okay. Ja. Stirb. Ja, oh. Oh, Süßkartoffel. Sehr gut. Brauche ich alles? Das auch? Ah, da ist noch ein Schleimi. Ein Endgegner. Schnipp, schnapp, schnipp. Ach, zwei. Okay, gefährlich. Okay, ich muss mich wieder an das Kampfsystem hier gewöhnen. Das ist ein bisschen... Ui. Aber ich liebe das Entspannte hier so. So ein bisschen. Bis ich dann durchdrehe, weil mich zwei Schleimis in die Ecke treiben und ich sterbe. Dann ist alles gut. Ah, abwärts. Ah, das hätte ich gern. Und natürlich von einem Schleimi bewacht. Stirb. Autsch, ich habe Schaden bekommen. Nicht gut. Nehme ich. Oh, hi Leute. Wie geht's euch denn da draußen so? Seid ihr heute glücklich? Freut ihr euch auf den Stream? Und YouTube-Zuschauer, die dann das YouTube-Video sehen. Wie geht's euch denn so? Schreibt's in die Kommentare. Einfach nur für ein bisschen Traffic. Okay. Ich bin schon fies, ne? So ein bisschen. Ach Gott, hier ist ja gar nichts außer Schleimis. Komm, lass mich doch in... Ach, das ist noch so ein Ding. Okay, Leben aufpassen, ich bin so gut wie tot fast. Wenn das so weitergeht. Okay. Eieiei. Da ist so ein... Oh, ist aber gefährlich, wenn ich mich mit dem anlege. So, was ist mit euch? Sonst hau ich so schnell wie möglich ab. Ah, die umzingeln mich. Nein. So, einen rausnehmen. Schaffe ich das? Okay, da sind jetzt keine mehr. Okay, konzentrieren. Schwerer Kampf. Schuhe, Sneaker, cool. Bringen eine Verteidigung. Ich glaube, die sind besser. Verteidigung und Immunität. Okay. Oh. Zwei gleich? Beide getötet und die... Okay, ich muss essen. Aufregung. Pur. Ich will noch so eine Bombe. Nee, ach komm. Digga, nee. Verschwinde. Boah, ich bin froh, wenn die nicht mehr sind. Oi, Kim, bitte, bitte. Ach, Mist. Die haben sich hier vermehrt.
Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So nicht. So nicht mit mir. So, wo ist denn hier der Ausgang? Jetzt mal blöd gefragt. Du bist auch so ein Krebs? Ja. Hast du jetzt Angst? Oh, den brauche ich. Oh. Was hau ich denn dafür weg? Das ist alles gut. Die Schuhe? Ah, das. Ah, das habe ich genug. Ne? Strong, ja. Okay. Aber wo sind denn bitte. Wo ist denn der Ausgang? Also der nächste. Oh, nein, ich schaffe das nicht mehr, oder? Ich habe noch im Kopf, dass ich mich teleportieren kann. Ach nee. Lauf, Lukas, lauf. Lauf um dein Leben. Lauf. 30 Minuten, das schaffe ich niemals. 40. Schneller. Ach Gott. Nein, ich will nicht. Ich will nicht hier einschlafen. Lass mich doch. Ja, das war so klar. Neue Herstellung, ja. Hm, schön. Ach Mist. Das war so klar. Wie viel hat mich das jetzt gekostet? Aber ich habe nichts verloren, das ist schon mal gut. 77, ja. Zu viel. Zu viel. Dafür für einen Salat und das ist zu viel. Ah, ja. Ah, das ist noch ein Brief. Muss ich nachschauen. Nein, daneben. Ah, aber wieder ein schöner Tag. Genießen, schön mit Kirschblüten im Winde. Hattet ihr schon mal eine Kirschblüte im Auge? Das tut weh. So. Ich finde heute irgendwie alles witzig. Keine Ahnung. Ich muss mich zusammenreißen. Liegt das daran, dass ich mich so freue, Stardew Valley zu spielen? Könnte einen Zusammenhang geben. Hi, Chicken Nuggets. Hier, hab euch lieb. Bisschen Wasser auffüllen. Kann ich da überhaupt was mitnehmen? Na, kann ich nicht. Gut. Das ist Qualitätsarbeit. Ich hätte hier noch kurz. Ich gebe das mal ab hier. Da, da, da. Ab. Die Schuhe kommen ins Haus und dann gieße ich weiter. Okay. Aber dass da gleich so eine Kommode ist, war die schon immer am Anfang? Wie geht es dir, mein Schatz? Ah, sehr gut. Ich vermisse dich so sehr, seit du weggezogen bist. Ich hoffe, dein Landleben ist genauso, wie du es dir erhofft hast. Alle liebe Grüße, Mama. PS, ich habe dir einen deiner Lieblingskekse gepackt. Schokokekse. Was da? Hallo Lukas, morgen halten wir das Eierfest. Ah, okay, Eierfest, okay. Ja, 9 Uhr, ja, kennen wir ja. Vielleicht ist da was Neues, da muss ich aufpassen. Wer weiß, was da jetzt alles neu ist. Ob da überhaupt was Neues. Dinge, die ich kaufen kann. Wer weiß. Fragen über Fragen.
Und ich sollte langsam... Ich bin Sieger, Edge. Boah, das war ein Seitenhieb. Okay, das ist für mich jetzt so, ja, jetzt muss ich das auch schaffen, oder? Das muss ich jetzt schaffen dann. Sonst kann Varia lachen, das finde ich nicht gut. Das ist die Konkurrenz. So, jetzt nehme ich mit. So. Ups. Und gießen. So. Habe ich da zufällig ein Ei abgelegt? Ja. Den Krebs brauche ich denn noch? Ich habe den doch schon abgegeben, glaube ich. Okay. Das. Ach. So. Okay. Dann hier. Die Kekse meiner Mutter verkaufe ich mal nicht. 90 Energie ist schon gut für den Anfang. Ah ja, ich habe ja heute auch weniger Energie, weil ich ja verschlafen habe. Oder ist das so? Dass ich weniger Energie habe? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt ein bisschen was verbraucht durchs Gießen, ja. Muss so sein. Ah. Okay. Na, Pia, alles gut? Soll ich noch was kaufen? Zwölf Tage. Das ginge. Ei. Kartoffis. Kartoffis? Was wollte ich eigentlich noch jetzt hier im Dorf? Ich wollte doch noch irgendetwas. Ich hab schon wieder vergessen. Ich bin so ein Genie. Ach ja. Bisschen was abgeben. Das wollte ich. Und morgen ist Eierfest. Das wird spannend. Wie packe ich das denn da hin? Vielleicht noch in die Höhle, wenn... Ja, Energie ist halt... Ich hab nicht mal genug Geld, um... So. Zwei Stück, ne? Ah, eins. Nein, das wollte ich hier. Okay. Ja, das sieht jetzt alles noch nicht nach nichts aus hier, ne? Aber ich habe Kekse. Kekse sind gut. Soll ich in die Höhle gehen? Lohnt sich das? Schaffe ich das?
Ich muss ja bis Stufe 40 noch runter. Da ist ja irgendwas. Oder, ja. Dann muss ich noch Dinge abgeben. Ich brauche aber sehr viel Stein, ja. Und Holz. Und Geld. Und, hey Alter, wie geht's? Linus, sorry. Bitte reißt nicht mein Zelt ein. Hä? Digga, nee, mach ich garantiert nicht. Ich mag dich. Ist schon einmal vorgekommen. Wer tut sowas? Ist das neu? Hat er das früher auch schon mal gesagt? Wie kommt das irgendwie so neu vor? Okay, schön eingesperrt, so mag ich das. Ah, komm. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, zwei. Okay, ja, ist neu? Also wie gut ich mich dran erinnern kann. An die Gespräche. Also nicht gut. So. Das kostet halt alles Energie. Aber das nicht. Warte, Sensor? Hier. Nehme ich. Bisschen Fasern. Und ab nach unten. Kupfer werde ich sehr viel brauchen. Nein. Nein. Oh. Daneben. Daneben, Schleimi. Alge? Okay, ciao. Du wirst ignoriert. Ach, schon wieder sowas hier. Bitte direkten Ausgang. Ah, hier liegt aber auch gut Zeug. Ach nö. Ach, ich hasse die Dinger. Ich mag den Sound von denen nicht. Verschwind. Da kommst du ein bisschen aus mir raus. Ah, ja, gut. Ich hasse die Viecher. Ich habe die nie leiden können. Das ist wie so im Schlaf, wenn so eine Mücke ums Ohr rumfliegt. Und man findet sie einfach nicht. Das ist einfach ekelhaft. So, ist hier noch was? Autsch! Ja, bitte, ich will runter. Danke. Oh, money, money, let's go funny. Ganz eklig, nervig, ja. Richtig pfui. Okay, hier gibt's ordentlich Kupfer. Das gönne ich mir. Und direkt der nächste Abgang. Ist hier sonst noch was Wertvolles? Ach, da drüben. Ein Schleimi. Komm, komm her. Nein, hier. Ja, gut. So. Das ist ein Five-Head-Move. Schön eingesperrt. So, ist hier noch was? Nö. Okay, ciao, Schleimi. Okay, weiter abwärts. Nächste Tiefenschicht. Du musst im Spinne halten. Du musst hier...
ich, dem haben ich nie mehr nervige Muskeln. Ja, das Ding ist, ich habe Spinnen im Haus. Eine falsche schwarze Witwe habe ich sehr viele hier. Also da überlebt nichts. Und ich liebe es. Ich liebe Spinnen. Es gibt nichts Besseres. Alles, was Insekten isst, finde ich gut. Fledermäuse zum Beispiel. Dafür setze ich mich sogar ein hier im Dorf. Weil bei uns gibt es... bei uns hat man so Lampen aufgestellt, die gegen... das Licht ist nicht gut für Fledermäuse. Weil die viel zu hell sind. Und dann können die nicht gut jagen. Jetzt sind die Lampen eher rot und das können Fledermäuse nicht sehen. Also eine rote Wellenlänge. Deswegen stört das die Fledermäuse dann nicht. Ah, das finde ich toll. Wir haben da so viele im Dorf. Außer jetzt eine Straße, da ist vollgekleistert mit den LED-Lampen. Richtig hässlich. Und das ist nicht gut für Fledermäuse. Also wenn ihr Fledermäuse auf dem Balkon irgendwie haben wollt, die leben auch in Vogelhäusern, keine LED-Lampen in der Nähe haben. Die mögen das überhaupt nicht. Was für... Ja, das ist gut. Das mögen die. Dunkel und so ein bisschen feucht. Aber nur so ein bisschen. So, ich habe jetzt hier ein Problem, ne? Ich habe keine Energie mehr und ich muss runter. Bitte. Einmal noch? Ja, komm, ich muss raus. Aber das war jetzt lukrativ, ne? Das war jetzt, ja, ich habe sehr viel, ja, 21, das geht, aber ist gut. Das heißt, ich könnte theoretisch meine Axt aufwerten oder irgendwas anderes, Spitzhacke. Wenn ich genug Geld habe, ja, dann morgen sehen wir. So, ja, ich bin müde, ist klar. Hier gleich wieder rein. Das kann ich teilweise abgeben. Achso, stimmt. Ich dachte, ich habe einen Bronzebarren. Kupferbarren. Ich bin Kore Island und das Spiel ist zusammen wild. Ist echt wild. So, will ich jetzt noch irgendwas machen? Nee, oder? Also ab ins Bett. Jetzt bin ich auch müde. Ah, Treppen. Ja, die wären gut, nur die sind momentan ein bisschen zu teuer. Was war das nochmal? 100 Stein für eine Treppe? Das geht nicht. Das ist zu schlimm. Gerade. Kaum Geld, das ist nicht gut. Das war schlecht. Das war schlecht. Das Ding ist, ich drücke eher in die Richtung. Dann kommt da nichts. Oh, die muss ich abgeben. Perfekt. So. Mhm. Was fehlt dann noch? Ah ja, Kohlköpfe fehlen.
Chicken Nuggets, wo seid ihr? Da ist einer. Da ist zweiter. So, hole ich mir noch Eier ab. Sind auch fertig. Was mache ich denn im Sommer? Kaffee wäre toll. Kaffeebohnen. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht gehen. So, Kartoffis. Alle Kartoffis. Bitte doppelt. Yes. Sehr gut. So. Ja, die Energie. Momentan ist halt wirklich nur irgendwie schauen, dass ich Geld kriege. Mehr brauche ich nicht. Geld, Geld, Geld. Geht die Welt. Warte mal. Ich würde gern... Nee. Hier. Was ist das denn? Hä? Stufe 1? Okay, interessant. Ah, okay, geht nicht. So viel neues Zeug. Ey, das ist mega. Einfach richtig gut. So. Das verkaufe ich. Und das gebe ich ab. Obwohl, das hätte ich jetzt... Ja, egal. Muss ich mal zu Klink gehen und schauen, wie viel das kostet. Aufwerten. Sicher so 1000, oder? Oder 500? Dafür nehme ich mal die Geoden mit. Wenn ich zu Clint gehe. Für ein Obi vielleicht? Wenn ich schon vorbeigehe. Für ein Obi ein bisschen was. Zum Genießen. Ah, also, ich bin so happy, dass das... Ah, ja, stimmt. Ah, ja. Das habe ich wieder komplett vergessen. Ja, hi. Heute ist ja Festival. Stimmt. Was gibt es denn Neues? Auf... Warten. Auf was? Kupfer? Ja. 2000? Danke für die Information. Und... Mein Herz ist gebrochen. So viel. Ah, ja. Das ist sehr viel. Wo ist denn Opi? Opi? Ja. Kann ich dir... ich kann dir kein Geschenk geben. Ja. Oh ja, und heute entscheidet sich's. Wie war das nochmal? Ist das mit der Eiersuche immer noch gleich? Also die gleiche Runde? Ich habe jetzt leider kein Kaffee. Gerne doch. Ja, danke. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch machen sollte. Außer mit den Leuten zu quatschen, aber darauf habe ich keinen Bock. Ich will Action. Immer noch gleich. Und hallo. Ja, hi. Was ist Ismene? Ismene? Sorry, dass ich manchmal Dinge falsch... Ich bin Legastheniker und das ist ein bisschen schwierig alles für mich. Ismene? Ismene? Keine Ahnung was. Ja, okay, los geht's. Ja, lass uns anfangen.
Ich bin sogar ein bisschen aufgeregt, weil heute wieder einige Leute hier sind. Ne? Das ist nicht so oft. Es ist Zeit für uns Highlight der heutigen Festivals, die jährliche Frühlings-Eiersuche. Ja, ich habe mich gefreut. Ganz ruhig, Kinder. Ich brauche eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Hm? Ich werde den Preis gewinnen. Weil ich weiß, wo du die Eier versteckst. Nun denn, sind alle bereit? Jo. Let's go. Lasse die Eiersuche beginnen. Ja, hier war's. Hier hoch. Okay. Da oben wären genug Eier gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist hier ein Ei? Hier war ein Ei. Oh, ich hab's schon vergeigt. Uiuiui. Kann man die eigentlich vorher schon finden? Nein, keine Ahnung. Hier. Da drüben ist ein Ei. Da ist auch ein Ei. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. So, hier. So. Okay. Hier drüben. Schnell, Lukas. Ich habe keinen Kaffee. So. Das ignoriere ich mal. Ich gehe, glaube ich, komplett falsch. Das ist nicht der genaue Weg, ne? So. Hier ist noch ein Ei, oder? Nee, ja. Ja. Uiuiui. Habe ich gewonnen? Ich habe nicht geschaut. Oh, schau euch all diese Eier an. Wow. Und die anderen haben wir vergessen, die bleiben liegen. Jetzt kommt das. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Ja? Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Lukas, ja! Geschafft. Hier ist dein Preis. Viel Spaß. Strohhut. Jetzt habe ich es weggedrückt. Ups. Mist. Und jetzt Nacht. Ich habe einen Strohhut bekommen. Willst du mich verarschen? Ja. Aus Stylegründen muss ich den jetzt anziehen, ne? Mir bleibt nichts anderes übrig. Strohhut Waffi. Ja, gut. Ist schon Nacht, ist alles vorbei. Ich konnte keine Saatgut kaufen, auch nicht gut. Alles, was ich machen wollte, ging nicht. Okay. Das wollte ich ja auch abgeben. Ja, egal. Dann morgen gehen wir pennen. Muss ja sein. Ab ins Bett. neue Herstellungsrezept. Ja, Honig. Will ich? Neues Kochrezept. Ja. Gibt es hier jetzt auch neue... Da ist eine Sternschnuppe. Ich kann mir was wünschen. 2000? Okay, ich könnte mir jetzt was aufwerten. Oh, und da kommt gleich das nächste Geld. Sehr gut. Ist sonst noch was fertig? Nein, nicht essen. Oh, der ist auch fertig. Oh, wir können was abschließen. Das ist sehr gut. So, wir gehen jetzt gleich zu Clint.
Und dann verbessere ich die Spitzhacke, weil das gut ist. So. Klingt lieb, ja, Eisen. Fällt mir gerade ein. Soll ich ihm was mitbringen, wenn ich was habe? Irgendwann? Wahrscheinlich. Ah. Eigentlich ist das praktisch, dass die Hühner genau hier sind. Dann kann ich hier jedes Mal, wenn ich Wasser hole, direkt hin und mir nehmen, was ich will. So, gießen. Ja, wird das reichen? Ja. Das ist noch ein bisschen nervig, das Gießen. Das Zentrum nimmt auch einen Bohner. Gemeindezentrum nimmt auch eine Bohne? Ah, doch, habe ich die Bohne schon abgegeben? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Das war doch heute. Mir fehlen doch nur noch zwei Dinge, oder? Müsste ich jetzt nachschauen? Könnte ich? Bevor ich hier irgendwie einen Blödsinn mache. Weil den Tipp hat mir auch Varia gegeben mal in Staffel 1. Varia, beste. Hier kann ich doch das irgendwo nachschauen. Hier. Okay. Ah, die zwei brauche ich noch. Habe ich nicht gesehen. Ja, aber die andere Ding brauche ich. Schade, kann ich... Das wäre toll, wenn das ginge. Okay. Die kann ich abgeben. Gut. Hier ist aufgefüllt. Den Rest kann ich abgeben. Nehme ich jetzt noch das Kupfer mit. Brauche ich sonst noch was? Bomben in der Mine. Oh, das könnte ich auch abgeben. Das ist auch neu. Süßkartoffel auch. Alge weiß ich gar nicht. Das habe ich schon. Ja. Das vielleicht? Egal. Das kann ich mal auf jeden Fall abgeben. Oh, Leute, ich bin gerade in Überlänge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier im Livestream ist immer noch normal, Leute. Aber jetzt ciao.